meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zu der äußerst wichtigsten Dönermission, die wir in letzter Zeit hatten. Mir brannte das schon ewig auf keine Ahnung was. Wir müssen den besten Gemüsedöner in Berlin küren. Ich weiß nicht, ob ich das noch nicht gemacht habe. Und da ziehen wir vier Schwergewichte direkt mit in dieses Battle. Das sind zum einen Superhahn von Shireen David, der Lieblingsdöner. Wir haben Eddies Gemüse-Kebab, wir haben Mustafa, die Legende. Und zum Schluss, zum Finale noch Huyam von Elias, die Nummer 1. Denkt an die Kommentare, an den Daumen oben, den mir so richtig bitte knallen lassen in diesem Video, damit das Video viral geht. Und jetzt testen wir erstmal den Superhahn. Unscheinbares Ding, wie immer. Da hat das Faustdick in den Ohren. Der hat schon seinen speziellen Charakter, aber geil. Der hat mir auch wirklich gut das letzte Mal geschmeckt. Also warten wir mal. Holle die Waldfee, was da jetzt uns erwartet. Achmed ist auch dabei. Ja, Mann, was geht? Jetzt werden wir den erstmal testen. Wie bitte? Shireen David, oder wie die heißt. Die war auch hier, ne? Ja, die hat gesagt, bester Döner der Welt. Das nimmt man nicht leichtfertig in den Mund, also wirklich, das ist heißt schon was. Puh, wie der schon aussieht von außen, guckt euch mal den Spieß an. Der ist knusprig, ne? Richtig schön knusprig. Ein fleischgewordener Traum. Ja, dann nehmen wir einen Gemüsedöner. Hast hier noch Justin Bieber, Rambo und Contra K. Und Samra, die haben sich hier mit eingekauft, du. Schön mit Messer, das weiß ich auch immer sehr zu schätzen. Der weiß, wo er ansetzen muss, der kann die Dicke des Fleisches bestimmen. Der macht mir das knusprige Fleisch jetzt runter, nicht an den anderen Stellen, wo es noch nicht knusprig ist. Feinheiten. Und ich weiß, dass das Schwergewichte sind. Was Gemüsedöner angeht, wirklich, ich habe nicht die raus, zum einen sind sie in aller Munde. Kann man einfach so sagen, in Berlin ist das wirklich schon on top. Und ich weiß, dass sie krank sind. Achso, ich würde Knoblauch und Schaf nehmen. Oh, war das nicht? War das Curry? Mit Curry, ja. Achso, egal, dann nehme ich Curry. Soll ich eben draußen essen und Senf zahlen? Oder, ja? Ach ja, zahlen. Okay, perfekt. So, Leute, mal. Guckt euch das meiste weg an, mal. Schmecken wie Chips, frisch Chips. Schmecken wie Chips, ja. Wie diese kleinen Sticks, die von Chips, kleinen Sticks. Ich sag ja, Mann. Wild. Also er hat mir einfach mal jetzt eine andere Soße drauf gemacht. Also er hat gefragt, ich habe gesagt Knoblauch und scharf. Er hat mir gleich Curry draufgehauen. Aber ist nicht schlimm, ich mag Curry auch. Ich finde hier bei den Soßen eben manchmal geil zu variieren, finde ich jetzt nicht so wild. Direkt die Zitrone, bam, Dill, bam. Aber wirklich schon gut, ne? Ich muss dazu sagen, ich habe zum zweiten Mal auf was draufgebissen. Irgendwas Hartes, das gehört da nicht rein. Das muss ich einfach so sagen, aber ich blende das aus. Das war irgendwie sowas wie Sand oder so. Muss man einfach sagen. Er riecht unglaublich bis hierhin. Also sehr stark mit den Soßen ab unten, wo alles verläuft. Das Feeling hat man komischerweise gefühlt früher in jedem Döner gehabt. Mit diesen Soßen unten, dem Fleisch, das Fett. Das ist echt gut, Mann. Geile, scharfe Soße, Mann. Oh, und diese Soßen kommen wieder unten. Bam, diese krossen Pommes. Oh, wir haben noch gleich drei Dinger vor uns. Ach, lange überlegen, Leute. Ihr wisst, wie ich eben gestorgelt habe, Mann. Ich gebe eine 8,3 doch. Und jetzt aber geht's zum nächsten Döner. Ich sag euch so, mir ist gerade das Stein in die Hose gerutscht. Das heißt doch gar nicht so, ne? Heißt doch nicht anders als vor. 1000 Meter Schlange, Mann. Wir waren so gut in der Zeit. Bei Superhahn keine einzige Person, doch zwei. Hier so eine Schlange. Dann muss er doch beinahe besser sein, Mann. Also das ist mein erster Gedanke, so auf dumm gesagt. Ich verarsche ihn jetzt. Pass auf, ich verarsche ihn. Ich sag, hatten wir telefoniert? Das wird passen. Ich krieg uns, Achmed, ich krieg uns. Moin, mein Lieber. Hatten wir telefoniert? Wäre es wegen dem YouTube-Video? Nein. Habt ihr mehrere Läden? Nein. Habt ihr nicht? Habt nur diesen, ne? Ja. Ach so. Wir wollten nur einen Döner für YouTube machen, ein Video. Geile Werbung für euch. Wie? Top-Werbung? Ja, ich mach für euch ein Video. Was müsst ihr mir zahlen dafür? Gar nichts. Ihr müsst nur... Aber wieso machst du Werbung für uns? Mach so. Von außen. Von außen kannst du machen, was du willst. Geil. Denkst du, alles gut. Denkst du, wir können einmal hier vorne uns... Frag mal. Wenn du uns fragst, wenn die okay sagen... Ehrlich? Okay. Bist du Mustafa eigentlich? Ja. Du bist Mustafa? Ja. Du bist ehrlich Mustafa? Ich bin Mustafa, ja. Das war Mustafa, Leute. Ich fühle mich gerade, als hätte ich David Beckham gesehen. Oh.
So macht man das, oder? Habt ihr gehört, wie ich ihn Zucker um den Mund geschmiert habe? Honig? Was habe ich mit den Sprüchen heute schon wieder? Wir bestellen einen und dann kommt das Urteil. Er wollte uns nicht vorlassen und das finde ich irgendwie geil. Er sagt, wir müssen die Leute fragen, ob wir vor dürfen. All die Ehrenmänner haben, bringen uns jetzt Döner mit, aber ich lade die ein dafür, muss ich dazu sagen. Ja, Mann. Ja, Mann, ja. Also wir müssen kämpfen. Hier Mustafa, da handelt alle Leute gleich. Wie Ronaldo auf dem Platz, ist er hinten im Dönerladen. Bam, jede Bewegung sitzt, wisst ihr? Der dribbelt dich aus am Dönerspieß. Die Kollegen an, ich nehme noch mal für euch das Papier weg. Knister, knister, Knäuschen. Was haben wir hier im Häuschen? Was bei dem direkt auffällt, das Fleisch an sich ist noch geschmackvoller, wenn du mich fragst. Hähnchen ganz anders im Biss. Etwas dicker, merkst du diese Konsistenz so zum Durchbeißen, wisst ihr? Und über das stark. Aber nicht stark genug. War doch stark genug, Mann. Oh. Hallo. Da haben dich gerade Blicke getroffen, habt ihr das gesehen? Ja, die dachten, du willst sie belästigen. So, original so. Kennst du so, man denkt, man ist voll charmant, man ist eigentlich verlässlich. Ja, das ist die Realität. Und schönes Stück Hähnchen gerade gekriegt. Und dankbar für seine Währung. Schade, Mustafa, sorry. Scheiße, hab ich so schön abgeschlossen, Leute. Warum hab ich Klopapier in der Hosentasche? Ins falsche Loch gedrückt, denn... Also Mustafa macht es mir relativ leicht. Das ist diesmal für mich mit Augenzwinkern. Ich vergesse mal das komische Stück Hähnchen da drin. Hab auch schon gesehen, der Spieß war nicht ganz kross. 7,9 gibt es für den Mustafa von mir. Trotzdem guter Döner. Oh, es wird eng auf den letzten Metern. Jetzt kommt Eddies Mann auch. Das ist auch Lukas Lieblingsding, wo er sagt, kommt nichts an. Grüße an dich, Lukas. Ach nee, das sollte nicht an dich sein. Das kam zu fällig, ich schwöre, Lukas. Weiter zum guten Eddie. So eine P***e, sage ich euch. Eddies Gemüse-Kebab hat auf Montag zu, Mann. In Berlin habe ich da nicht mit gerechnet. Jetzt muss ich für einen anderen Tag nur für den einen Döner hier hinkommen. Leute, wir sind direkt jetzt hier am Start. Ihr wisst, anderer Tag, weil letztes Mal hatte Eddie zu. Ihr hattet am Montag zu, ne? Montag nö. Nee, ehrlich nicht? Nee, bei Google steht geschlossen. Ja, das steht bei Google. Das müssen wir noch ändern. Hör auf. Ehrlich? Ja. Nein, wir sind nach Hause gefahren, Mann. Wir sind nur für dich sind wir hierher und dann nach Hause gefahren. Ey. Du musst uns heute den besten Döner machen, weil wir haben eine Mission, Eddie. Also ich bin nicht Eddie, ich bin Eddies Bruder. Egal. Egal. Aber egal. Bleib in der Familie. Darf ich Eddie sagen trotzdem, ne? Weil das kommt gut fürs Video. Okay, geil. Ich mache ein Video, die besten Gemüsedöner Berlins. Und du bist in der Top 4 Auswahl. Man spricht, man redet, du bist in aller Munde, auf der Straße. Wir haben hier nur Döner. Wir haben hier keine Pizza, wir haben hier keinen Börek, wir haben hier nichts. Weil wir haben uns auf einen Sache konzentriert, spezialisiert und die machen wir dafür richtig. Das ist Butter mit bestimmten Kräutern. Nein, das ist geil, das Eddie. Das wird vorher schön eingeschmiert, da sind noch ein paar Sesamkörnchen mit bei. Das wird erstmal kurz, damit das Brot schön richtig lecker wird. Habt ihr Sesamkörnchen sogar mit drin? Alles mit drin, Digga, alles mit bei. Guck mal, das hier. Ich habe hier einen Gewürzhändler, den habe ich das Rezept gegeben. Ich habe ihm gesagt, ich möchte das und das in dieser Menge zusammengestellt haben. Der bringt mir das alle zwei Monate einmal in Kartons. Oh. Das habe nur ich. Geil, Mann. Was kostet Döner eigentlich bei dir? 6 Euro kostet der Döner, aber wir haben Brotzeit auch ansteigen. Du weißt ja warum, denke ich mal. Wir verdienen jetzt weniger als vorher. Ist so, ne? Wo wir erhöht haben. Also seid mir nicht sauer auf die Dönermänner da draußen. Wenn es wieder günstiger wird, wird es auch wieder günstiger. Wir sind ja nicht darauf aus, mit der Lütze werden. Ist das ein Versprechen? Ist das ein Versprechen, auf jeden Fall. Let's go. Eddie, mein Lieber. Ja, vom Fleischfeeling schwöre ich, glaube das Beste. Da ist dieses typische krosse Hähnchen von außen, was man kennt. Als wäre da noch die Haut drauf so gefühlt. Dieses Feeling, ihr wisst, was ich meine.
merkst auf jeden Fall die Zitrone, beziehungsweise den Mette hat er, glaube ich. Hätte ich sogar ein bisschen dezenter gemacht. Da war gerade ein Feeling, aber das geile Feeling, dieses Pommes-Feeling, bei uns war es damals im Freibad als kleiner Junge, mit dem geilen Pommes-Gewürz. Und das war gerade ein Biss, wo du dieses Pommes-Feeling da drin hattest, aber auch übertrieben heftig. Süße durch das Gemüse. Starkes Ding, Mann. Und obwohl die da ihr Maggi-Spray drauf machen, aber es ist dezent. Es ist nicht, dass es dir komplett wegklatscht. Es ist echt komplett im Rahmen. Das ist bitter, Leute. Ich muss jetzt in mich gehen. Wir haben das Video schon zu Ende abgedreht, sage ich euch ehrlich, weil das ja am anderen Tag ist und ich wusste nicht, ob ich das schaffe. Ich musste es auf Krampf am Schluss einfach stumpf mit reinschneiden in die Bewertung, wo ihr eigentlich die Endbewertung kriegt und die ihr noch einen Einfluss nimmt am Schluss. Es geht nicht anders. Diesmal ein bisschen zerstückelt das Video. Google hat eingeschissen. Der hatte gar nicht zu, als wir letztes Mal da waren. Ja, unglaublich. Wir sehen uns jetzt erstmal bei Ruyam, dann zur Endbewertung, Mann. Oh, f***. Ja. Leute, jetzt kommt das Finale. Seid gespannt. Moin Jungs, habt ihr schon gegessen gerade? Ja, hab schon gegessen. Ja, und was sagt ihr, geil? Ich sag dir ehrlich, war gut, aber war ein bisschen salzig. Bisschen salzig? War ein bisschen salzig. Ja, die machen viel zu viel. Und, ne? War ein bisschen zu viel Soße. Soße? Ja. Sagt ihr alles? Ja, viel zu salzig. Ja, war schon gut, war schon trotzdem gut. Okay. Und was sagt ihr? Todeslecker. Ja, ist schon gut. Sandwich, es war richtig geil. Ich schwöre, die Lügen, er meinte, hat nicht geschmeckt. Nein, guck mal, ich bin ehrlich, heute war nicht der beste Rührendöner. Ja, es gab's bessere, aber war gut. Jungs, ich danke euch, ne? Ich danke euch. Jemand noch eine Ex-Freundin, die er dissen will? Jetzt ist es Emma, sie ist Emma. Nein, Sarah. Nicht Sarah, Mann, du hast sie betrogen, Mann. So Leute, mal kurz außer der Reihe. Bisschen eskaliert alles. Wir gucken mal, jetzt geht's zum Ruyam-Dinner. Hier ist ja mächtig was los, ey. Aber es scheint schwankend zu sein. Ich höre mal wieder letztens auch beim Kollegen Franklin ein Video gesehen. Zweimal gegessen an zwei Tagen. Einmal heftig und einmal komplett Katastrophe. Grüß dich, Franklin. Grüße gehen raus. Alle abonnieren den Jungs. Scheiße, heute ist zu viel Musik. Wir hauen direkt die Schnitzel rein. Achmed und Filmi, gib mir den Beat. Döner wie gemalt. Scheiße, unglaublich. Er hat noch gesagt, sowas wie diesen Döner habe ich noch nie gegessen. Zitrone obendrauf, wie gehabt, immer bei diesen Gemüsedönern. Mhm. Käse drauf. Das fühlt sich so geil an, Mann. So knusprig, als wäre wirklich nur außen die allerdünnste Schicht, so Blattpapier, ganz hart angerüstet. Darunter ist es wieder weich. Berliner Soße mit diesem Kräuterknoblauchstab macht mich fertig. Brot wirklich on point, Mann. Mit Abstand das beste Brot. Ist für mich direkt auch der frischeste Döner irgendwie. Das ist ein Kunstwerk, sag ich euch ehrlich. Deutlich stärker als letztes Mal, als ich hier war. Diese Deftigkeit durch dieses Frittierte, auch dieses Gemüse. Boah, das ist so ein starker Döner, Leute. Das ist dieses weiche, frittierte Gemüse. Das ist was irgendwie natürlich knackig ist. Durch das frische Gemüse da drin hast du das Fleisch, was so ein Mittelding ist vom Biss. Du hast da alles drin. Kann ich euch jetzt sagen, mit gutem Gewissen. Der beste Gemüsedöner in Berlin ist für mich Eddie. Mit 8,5 von 10 Punkten. Ich sage dir auch warum oder ich sage euch warum. Weil das Fleisch am besten geschmeckt hat. Alles drumrum, kann sich rumdiskutieren, könnte jetzt 100 Jahre überlegen. Dabei den einen war das war anders. Aber der Fleischgeschmack von der Crossheit, vom Feeling, das Beste. Das ist der Fleischmeister. Ja. Darf ich dich zum Sieger krönen mit dem Dönermesser? Danke, Jungs. Das freut mich, ja. Super. Ich gebe dir mal die Faust dafür. Gerne, Dicker. Vielen, vielen Dank. Ja, jederzeit wieder willkommen. Schön, dass ihr da wart erstmal. Und wir erwarten euch natürlich auch hier bei uns gerne zum Essen, zum Probieren. Ja. Und wir erwarten vielleicht von euch ein Daumen hoch, ein Kommentar und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, abonniert ihn dann. Genau, lasst den Daumen oben klein. Ich werde es noch abonnieren. Ich kann es ja bis heute noch nicht wirklich. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao.